Ronald Moinsen zum Stadionvlog. Samstagabend, Topspiel der Woche Ansetzung. Am Ende des Tages halt trotzdem Platz 15, aktuell Platz 16, weil Halbzeit in der Bundesliga aktuell. Hoffenheim liegt hinten, was gut ist. Schalke führt. Dadurch haben wir gerade wirklich, ich glaube, 4 Teams alle auf 19 Punkte. Wir jetzt gerade auf Platz 16 gerückt zum Stand der Halbzeit hier am Samstag in der Konferenz. Gegen halt Platz 1, ne? Also von dem her, Topspiel der Woche, ja, schön für Atmosphäre und so weiter. Trotzdem muss ich sagen, ich bin, wenn man es gerade vor allem mit Schalke letzte Woche vergleicht, extrem entspannt. Das kann entspannt und positiv auch gestimmt. Kann zwei Dinge haben. Nummer 1, weil eh klar ist, wir holen da nichts so, weil du nicht mit Druck reingehst, sie gewinnen zu müssen, wie auch immer. Klar, wir brauchen jeden Punkt, das ist klar, ne? Aber das ist nicht das Gefühl wie auf Schalke, du musst sie gewinnen, du darfst sie nicht verlieren und sowas. Gegen die Bayern wäre es normal, Lauf der Dinge hier zu verlieren, ne? Vielleicht das Nummer 1. Nummer 2 könnte natürlich auch sein, dass mich mein Bauchgefühl wieder bestätigt, dass ja halt vielleicht doch was geht. Weil letzte Woche auf Schalke hatte ich wirklich ein schlechtes Gefühl vom Spiel, wirklich ein richtig schlechtes Gefühl, auch kurz vor Anpfiff. Kein gutes Gefühl, in das Spiel reinzugehen, und hat sich bestätigt, dass wir da verloren haben, ne? Auch ein schlechtes Spiel gemacht haben. Vielleicht bestätigt sich diesmal mit einem entspannten, guten Gefühl, dass wir auch ein entspanntes, gutes Spiel machen. Und natürlich alles nicht heißen, dass wir irgendwie punkten. Wäre natürlich ein Traum, wenn wir heute irgendwie ein Pünktchen mitnehmen. Normalerweise verlierst du es hier, wie Prognose angesprochen. Wir werden uns hier deutlich besser zeigen als gegen Schalke, denke ich mal, hoffe ich mal. Und dann halt, ja, uns irgendwie knapp mit 1-3 oder sowas, 0-2, von mir ist auch 0-3, hier halt irgendwie rausgehen, verlieren. Ich hoffe einfach, dass die immer die Hoffnung gegen die Bayern, dass du einfach lange gut mithältst, am besten auch ein Tor schießt, wo du dich freuen kannst, also kein 1-6 Ehrentreffer in der 85. sondern irgendwie ein sinnvolles Tor, ein 1-0, 1-1, 1-2, für mich jetzt auch noch ein 1-3, irgendwie ein sinnvolles Tor. Und eben auch, dass du vor allem am Anfang nicht direkt schon nach einer halben Stunde hier klare Verhältnisse hast. Nicht, dass es nicht nach 30 Minuten schon 0-3 steht, weil ist die Stimmung auch nicht wirklich da. Wenn du wirklich lange gut mithältst, weil ich sage, wenn du 0-0 in die Halbzeit gehst oder sowas, dann ist natürlich Stimmung da im Stadion, ausverkauft, ist ja auch ganz klar. Deswegen eine gewisse Lust aufs Spiel ist trotzdem da. Gucken wir mal, was so abgeht. Wir sind Stuttgart, alle Feind,
Silas. Einmal Kopf hoch. Geradeaus durch alle durch. Einmal Kopf hoch, ey. Mafopanos. Ja. Kopf durch. Führig. Gib doch deinen Scheißball ab. Wir haben halt 8 Minuten am Fuß den Ball. 8 Minuten Ballbesitz. Ja,
eigentlich alles wie erwartet, ne? Wie in Vorberichten gesagt, wir werden uns hier im Vergleich zu Schalke viel besser schlagen, wacker schlagen, wie immer wieder in so Top-Spielen gegen Top-Gegner, aber halt am Ende knapp verloren, punktemäßig nichts mitgenommen leider. Die Bayern werden es easy abtun können, also ich sag mal Arbeitssieg oder sowas, der Sieg ist natürlich auch vollkommen in Ordnung für die Bayern. Erste Halbzeit gut reingekommen, gut Druck gemacht, so hat sich das gehört, gute Sache. Bayern logischerweise mehr Chancen, über das gesamte Spiel mehr Chancen, ist für mich aber auch in irgendeiner Form auch Gott gegeben, muss ich sagen. Wie beispielsweise auch diese Ecke, die direkt knapp wurde in der ersten Halbzeit. Dass halt gerade dann diese eine halbgare Schuss da von Delicht reinfliegt, natürlich dann Bredlo auch nicht glücklich aussieht. Das ist auch sehr schade dann für ihn, dass das Tor fällt. Aber irgendwann fällt halt das 0-1, deswegen war auch kein großes Ding jetzt. Man muss halt sagen, für mich oder auch im Stadionfeeling fand ich, ab dem 2-0, so 62. auch ein schlechter Zeitpunkt für uns, mehr oder minder gleich nach der Halbzeit, war das Spiel mehr oder minder tot. Also wirklich mehr oder minder tot einfach. Die Tore fallen natürlich auch recht easy oder die Chancen kommen auch recht easy. Dann muss Musiala irgendwie dreimal in drei verschiedenen Richtungen wackeln und dann bist du halt vorbei. Das ist halt die Qualität der Bayern und auch einfach, ja, einfach die fehlende Qualität dann bei uns oder bei Teams im Abstiegskampf, einfach mal generell gesagt. Natürlich richtig geil, dann einfach nochmal am Ende diesen Druck zu haben und diese Wucht zu haben, die Stimmung zu haben nach dem 1-2. Tomás auf Perea, beide eingewechselt worden, gute Händchen von Labbadia, hätten wir auch schon früher bringen können, beide. Perea generell gefällt mir echt recht gut, der macht immer irgendwie Randale, schöner Kopfball auch, klar, er köpft sich ja irgendwie selber an, aber schöner Kopfball, fliegt schon rein und da nochmal Druck drin, aber nochmal ein paar Flanken drin, ein paar Aktionen nach vorne drin, mit ein bisschen mehr Glück, Koulibaly hat 2-2 auf dem Kopf, dann fällt halt so ein Ding rein, aber der klassische Spruch, im Abstiegskampf fällt halt so ein Ball nicht rein, wenn es nicht läuft, dann fällt so ein Ball halt nicht rein, ne? Bayern hätte natürlich auch viel früher schon auf 0-3 stellen können, auf 1-3 stellen können, auch nochmal nach Kontern so passiert. Wäre der Wahnsinn gewesen, das 2-2, wäre der komplette Wahnsinn gewesen, die Eskalation wäre da gewesen. Stimmung generell über 90 Minuten fand ich sehr, sehr ordentlich, auch in so Phasen, wo es ein bisschen ruhiger war. Wie gesagt, eigentlich Druck irgendwie raus nach dem 2-0 für die Bayern, aber selbst da war Aktion. Pyro natürlich überall, so wenn man ruhig wurde, hat irgendwer Pyro gesehen, ob es wir waren, ob die Bayern-Fans das waren, das war auch ziemlich heftiger Support. Personell muss ich sagen, Anton gegen Davies, das war halt ein komplettes Mismatch, der wurde alle 5 Minuten eingeschult, Anton. Der hat halt auf rechts da vielleicht nicht generell nichts zu suchen, aber vor allem in solchen Spielen nichts zu suchen. Da ist kein Tempo da, kein Nichts. Dann tut er mir irgendwie auch fast leid, weil Anton auch so oft irgendwie Richtung Innenverteidiger gerannt ist und rechts oder für die Bayern links gesehen so viel Platz war, weil er auch mental einfach immer noch ein Innenverteidiger ist. Da ist er einfach kein Rechtsverteidiger. Ist er nicht. Hätte auch in der zweiten Halbzeit irgendwann wahrscheinlich dann auch einen Wagnermann gebracht irgendwann, ähnlich wie auf Schalke, kam er auch in der zweiten Halbzeit, weil die paar Aktionen hätten mir eigentlich gereicht in Sachen Tempodefizit, dass ich da einen Wagnermann bringe, allein fürs Tempo. So, Ito fiel mir eigentlich recht positiv auf, muss ich sagen, auf links. Hat mir ganz gut gefallen, die Variante. Haraguchi, ja, nicht ein brutales Spiel gemacht, so, aber die Aktion fand ich halt ein paar Mal geil. Und es bleibt natürlich auch im Fan hängen dann aus dem Stadion, wie er dann zurücksprintet, irgendwelche Querpässe nochmal weggrätschen, abfängt. Das war sehr, sehr stark gemacht. Wie gesagt, Perea würde ich gerne öfter sehen. Der macht immer Druck, gibt immer Gas. Tomás auch ordentlich gewesen nach Einwechslung. Also die Einwechslungen waren echt alle wirklich in Ordnung, nur halt irgendwie auch sehr spät, so 85. erst rein. Vielleicht wäre schon früher was gegangen, ne? Wer weiß, vielleicht wäre schon früher was gegangen. Ding ist jetzt halt jetzt, weswegen ich auch vielleicht ein bisschen neutraler gucke, weil die Leistung war ja schon ordentlich gegen die Bayern. Also man könnte auch noch ein bisschen euphorischer sein. Das stoppe ich aber irgendwie schon in mir drin automatisch, weil du halt genau weißt als VfB-Fan, Schalke Scheißspiel, Bayern gutes Spiel, es heißt, es folgt wieder ein Scheißspiel. Wir treten meistens in so Spielen, ja, überperformen wir in dem Sinne oder machen halt eine sehr gute Leistung und im nächsten halt nicht mehr, weil der Druck raus ist, weil nicht die großen Bayern kommen oder sowas. Natürlich, die Hoffnung ist da, sie müssen es mittragen nach Frankfurt. Wir haben jetzt 4 Teams auf 19 Punkten, du kannst kein Spiel mehr abschenken. Und mit so einer Leistung, vielleicht holst du sogar ein Pünktchen in Frankfurt, das ist immer so ein bisschen die Hoffnung, obwohl du da auch eigentlich als Außenseiter reingehst. Aber wenn man den VfB kennt, den Saisonverlauf anschaut, erwarte ich irgendwie leider schon in mir drin auch die falsche Haltung. Ich weiß 100% die falsche Haltung. Irgendwie erwarte ich in mir drin schon, dass wir in Frankfurt wieder viel schlechter auftreten werden. Einfach, weil wir es bisher immer so gezeigt haben. Vielleicht war es auch ein Wendepunkt, wäre natürlich schön. Ja, schade gewesen am Ende. Knappe Geschichte, gute Leistung gezeigt auf jeden Fall. Muss man leider in Frage stellen, ob man das so weitertragen kann. Nach Frankfurt, und ich muss auch sagen, von heute im Spiel
Vielleicht war früher wahrscheinlich auch noch anders, da ich mich wahrscheinlich jetzt noch aufgeregt, oh, wenn das 2-2 reinfliegt, wie geil wäre das gewesen. Aber die Erwartungshaltung, auch die Erfahrung vielleicht als VfB-Fan ist schon so gegangen, dass ich mich einfach darüber freue, dass 1-2 noch gefallen ist. Ab der 60., ab dem 2-0 war für mich irgendwie alles raus. Alle 5 Minuten habe ich irgendwie mit dem Kopf gedacht, komm, irgendwie fällt mal eins, da ist wenigstens noch mal ein bisschen Stimmung drin und es kam ja noch. Also ich bin irgendwie mehr darüber happy, dass es 1-2 noch viel für die Spannung, für die Stimmung, als dass ich darüber mich aufregt quasi, dass es 2-2 nicht mehr gefallen ist, wenn ihr versteht, was ich meine. So, werden spannende Wochen, werden enge Wochen, Stimmung gut gewesen, Pyro war ganz nett anzusehen, wie immer. Ordentliche Leistung, nichts mitgenommen leider. Hoffe euch hat der Vlog trotzdem natürlich Spaß gemacht, trotzdem in der Lage. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.